Ben Bernanke ist von seinen Maßnahmen überzeugt. Der Nutzen des billigen Geldes sei größer als die Risiken, so der US-Notenbankchef in einer Rede vor dem US-Senat. Bernanke verweist vor allem auf die kritische Lage am Arbeitsmarkt. Deswegen sollen auch die Anleihenkäufe fortgesetzt werden, bis sich die Aussichten substanziell verbessert haben. Die Fed gibt jeden Monat 85 Milliarden Dollar für ihre Programme aus. Maßnahmen, die sogar innerhalb der Notenbank umstritten sind. Trotzdem will Bernanke an seinem Kurs festhalten. Im Vergleich zu seiner letzten Rede vor dem Senat vor 6 Monaten ist er aber auch optimistischer geworden. So deuten die jüngsten Konjunkturdaten laut Bernanke darauf hin, dass die Wirtschaft in den USA angezogen hat. Die Euro-Krise wiederum sieht der Fed-Chef nicht mehr als Belastungsfaktor. Ganz im Gegensatz zu den möglichen Ausgabenkürzungen in den USA. Am Freitag drohen automatische Einsparungen wirksam zu werden. Bis September könnte der Haushalt dann nach dem Rasenmäherprinzip um bis zu 85 Milliarden Dollar eingekürzt werden. Vorausgesetzt, die Republikaner und die Demokraten finden vorher keinen Kompromiss. Geht es nach Bernanke, muss der aber dringend kommen. Andernfalls könnte das Wachstum der US-Wirtschaft signifikant belastet werden, so der Fed-Chef. Kein Wunder also, dass Bernanke erst einmal in Alarmbereitschaft bleibt. Von der Wirksamkeit seiner Maßnahmen ist er jedenfalls weiter überzeugt.